Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial mit der KTM 96 SMCR. Ich will heute die Griffe neu machen. Und zwar seht ihr ja, die Griffe sind richtig abgefuckt. Also die sind durch, die sind jetzt 6 Jahre drauf. Meine ist ja bei 12. Also jetzt schon über 6 Jahre drauf. Und ja, ich habe mir neue bestellt und zwar einfach dieselben wieder, weil ich mit denen super zufrieden war. Also das sind jetzt wieder die auch die Erstausrüstung waren. Und die werden wir heute montieren. Als erstes müssen natürlich die neuen Griffe ausgepackt werden. Nein, Spaß. Wir müssen die alten natürlich demontieren. Bei mir ist es halt jetzt so, ihr seht es ja, ich habe ja die Sturzbügel dran und die Sturzbügel gehen halt ins Lenkerende ran und deswegen müssen wir da das Lenkerende erstmal abmachen, um dann die Griffe, also demontieren würde gehen, aber das Montieren geht leider nicht ohne das denn genau. Und deswegen muss ich gerade mal schauen, also die wurden auch geklebt, das heißt wir werden meine auch wieder kleben. Genau, was ich dazu nehme, ist Haarspray. Ich klebe die mal mit Haarspray. Es funktioniert einwandfrei. So, gut. Genau, dann würde ich mal sagen, ziehe ich mir mal Handschuhe an. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man die Griffe... Man könnte jetzt natürlich schon das Ding abnehmen, das, was ich sowieso abbauen muss. Werde ich dann auch gleich machen. Jetzt könnte man den Griff natürlich eigentlich ganz lassen. Ja, aber mir ist es eh wurscht, weil ich den nicht nochmal benutzen werde. Das heißt, ich werde den einfach durchschneiden mit einem Cuttermesser. Und dann werde ich ihn runterfriemeln. Seht ihr, jetzt ist es relativ simpel, einfach einen Cut gemacht. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man da nichts beschädigt. Wir wollen ja den Gasgriff machen jetzt als erstes, aber das ist eigentlich auch egal. Müssen wir jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass wir da keine Kratzer reinmachen. Das seht ihr, jetzt habe ich den ersten gleich unten. Zack, und der erste Griff ist schon unten. So, jetzt kann ich gleich noch gucken, welcher das von den beiden war. Und da sehe ich, das war der hier. Also das ist der Gasgriff. Seht ihr schon mal den Unterschied? Der hört es mir auf, Mann. Der alte sieht richtig fertig aus. Der neue ist schon wieder richtig schön. Ihr seht es ja, der hat hier hinten ist er offen. Natürlich, damit ich den Sturzbügel da reinmachen kann. Und das muss ich jetzt hier bei dem noch alles wegmachen. So, jetzt habe ich da, das habe ich da ein Loch reingeschnitten. Jetzt schaue ich erstmal, ob das reicht für das Lenkerende, damit ich da auch genug rausgeschnitten habe, damit ich nachher keine Probleme kriege. Genau, jetzt habt ihr ja gesehen, das ist der geklebt. Ich werde jetzt kurz Haarspray holen. Das muss ich noch von oben holen. So, ich habe jetzt hier Haarspray geholt. Es ist egal welches Haarspray, also ich will jetzt hier keine Werbung machen oder so, einfach ein stinknormales Haarspray. Das baller ich jetzt da drauf, also das ist mein Kleberersatz. Ich habe jetzt gerade nämlich keinen anderen Kleber da. Und da ist es jetzt so, dass ihr da einfach ein bisschen drauf sprüht. Ihr müsst euch nur ein bisschen beeilen, weil das Problem ist... Genau, das Problem ist, nämlich, dass der Scheiß sauschnell fest ist. Also ihr habt jetzt hier nämlich den Vorteil, dass das auch eigentlich so ein bisschen schmiert. So, jetzt ist das Ding schon drauf. So, jetzt müssen wir uns beeilen, damit das Ding... Ein bisschen habe ich jetzt verkackt. Muss man noch ein bisschen zurechtdrehen. Einfach drauf schieben. So, jetzt haben wir da nochmal ein bisschen was weggeschnitten. Also immer schön auf die Flossen aufpassen. Pieps, weil sonst hattet ihr mal welche. So, jetzt kann man den hier wieder versuchen. Ja, genau, jetzt
Jetzt greift die ganze Sache auch. Passt perfekt. Das war Griff Nummer 1. Ja, und Griff Nummer 2 läuft eigentlich genauso ab. Zack. Jetzt kommen wir schön an den Griff ran. Den schneiden wir wieder schön auf, weil, wie gesagt, mir ist es wurscht. Ich brauche den nicht mehr. Ganz kleines Stück. So. Genau. Perfekt. Ich habe jetzt nur Bremsreiniger gefunden. Hoppala. Damit geht's auch, aber es gibt schon besseren Reiniger. Also man kann es auch mit Ding machen. Mit einem anderen Reiniger wird es besser funktionieren. Seht ihr, jetzt haben wir immer noch ein bisschen Klebereste hier oder altes Gummi. Aber mir ist es jetzt persönlich nicht so wichtig. Normalerweise sollte es schon komplett alles wegmachen. Ich mache es jetzt nicht. Ich werde jetzt den neuen Griff da, noch das Loch reinschneiden wieder. Jetzt wieder dasselbe drauf machen, hier reinsprühen. Naja, nicht mehr in die Hand sprühen, sondern hier rein in die Vogel. Da wieder ein bisschen drauf, bis es schön runter tropft. Und dann im Endeffekt wieder das ganze Ding drauf. Relativ zügig, weil sonst trocknet euch das Ding fest. So, jetzt habe ich den Griff natürlich auch ein bisschen mit Ding eingesprüht. Mit Haarspray, deswegen hier mal kurz mit Bremsenreiniger ran. Okay, gut, jetzt kann ich wieder den Sturzbügel. Wo bist du? Ah ja, genau hier. Den montiere ich jetzt einfach wieder. Und dann habt ihr neue Griffe drauf. So, das war mein neues Griffe-Tutorial von der KTM 26 SMCR. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Im Prinzip neue Griffe montieren, wirklich eins mit der simpelsten Sachen überhaupt am Muppet. Und dann wünsche ich euch was und ich hoffe, ihr schaltet bei meinem nächsten Video wieder ein. Bis dahin, ciao, euer Marv.